Herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Okay, Oswald, ich habe die Vermisstplakate verteilt. Ja! Jetzt halten die Leute auf der ganzen Insel der Ewigkeit Ausschau nach der Eisenbahn. Hat er gesagt. Erstaunlich, hattest du Glück? Ja, die Eisenbahn wurde gesichtet, als sie über das Wasser im Land der Uralten flog. Moment mal, flog? Ja, das hat mich auch aus der Bahn geworfen. Junge Eisenbahnen sehen sich die Sehenswürdigkeiten gerne aus der Luft an, aber ich dachte, sie wäre jetzt schon ganz aus der Puste. Eine Eisenbahn. Das öffentliche Verkehrsmittel auf der Erde. Fliegt? Hey, ich rede keinen Blödsinn. Zieh dir die Watte aus den Ohren, Gameplayerin. Die Eisenbahn braucht unsere Hilfe. Okay, was kommt jetzt? Du meinst, nachdem wir sie gefunden haben? Oh, wir müssen ein Foto machen. Ein Foto? Warum? Kannst du es nicht sehen? Unsere kleine Eisenbahn ist majestätisch am Himmel. Sie tanzt durch die Wolken, der Wind zerzaust ihre Gepäckfächer. Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Toll, ich komme bald mit einem majestätischen Bild zurück. Ja, das ist ja geil, aber er hat doch gar nicht gesagt, wo. Über das Wasser in der Nähe vom Land der Uralten. Also an den Docks theoretisch, oder? Aber so hundertprozentig hat er das jetzt nicht gesagt, deswegen. Achso, ich dachte gerade schon. Ich glaube. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe da gerade was gesehen. Ja. Mach das nochmal. Halt nochmal den Daumen hoch. Oder so. Das ist auch okay. So, kriegen wir das hin, dass die auch genau drauf zeigt? Naja, fast. Aber das ist schon ein ganz cooles Bild so. Okay. Ja, mach ein Foto. Habe ich gemacht. Reicht aber wieder nicht, oder was? Hä? Warum reicht das nicht? Ah, okay, jetzt reicht es. Man muss drei Fotos machen. Na, Oswald? Das Foto ist gemacht. Sollten wir wieder Blitzideen sammeln, wie wir die Eisenbahn wieder nach unten bekommen? Ein Blitz? Das könnte der Eisenbahn schaden. Nein, ich habe eine bessere Idee. Kochen. Mein Plan braucht Papier, Datteln und eine Nestbirne. Was ist eine Nestbirne? Ich bin so verwirrt. Warum brauchen wir die? Das Papier ist da, damit wir etwas haben, auf dem der Plan steht. Die Datteln, weil wir das zügig erledigen müssen. Und die Nestbirne, weil die Eisenbahn wahrscheinlich müde wird. Sie braucht einen Ort, an dem sie ein Schläfchen halten kann. Oh, das ergibt absolut Sinn. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Aber ich werde versuchen, diesen Plan für dich. Achso. Aber ich werde versuchen, diesen Plan für dich vorzubereiten. Danke, Gameplayerin. Okay. Denk dir einen Plan aus, um die Eisenbahn zu retten. Ja. Ich verstehe jetzt gerade überhaupt nicht, was ich machen soll. Und wie war das jetzt mit den Datteln und so? Was meinen die denn mit, ich soll mir einen Plan ausdenken? Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Denkt ihr einen Plan aus, um die Eisenbahn zu retten? Wovon hat er Hallo, hier bin gesprochen? ich. Von Papier, worauf der Plan steht? Also ist es eigentlich. Brauchen wir das eigentlich nicht? Moment. Also, hier steht nichts drin. Ein Unglück ist geschehen. Nach der Einweihung der Eisenbahn ist sie in die Luft gegangen. Das ist auch nur die Zusammenfassung. Ach so, Moment. Das sehe ich ja jetzt erst. Die Datteln hat er schon abgehakt und die Nestlingbirne hat er auch abgehakt. Denk dir einen Plan aus. Kann ich mir denn einen an der Werkbank machen?
Oder ist das wieder so bescheuert, dass ich das jetzt... Ich meine, es ist ja was Essbares. Soll ich das kochen? Ich bin mir jetzt gerade so überhaupt nicht sicher. Hat er eben was von Kochen gesagt? Ich bin mir... Moment, leeres Papier. Ausgeklügelter Plan. Oh, tatsächlich. Mm. Es tut mir leid, Leute, aber dieses ganze Angeln hat mich noch müder gemacht, als ich ohnehin schon heute Morgen bin. Und wenn man dann überhaupt nicht versteht, was der jetzt von einem will, ist das, ja, studiere den Plan, um eine Strategie zu entwickeln. Also den Plan benutzen, heißt das wohl. Oder ihn essen. Heureka, sprich mit Eve, damit sie dir bei deinem Plan hilft. Mit Eve? Wo ist sie denn? Moment, ist die überhaupt... Die ist da. Ich hoffe, die ist jetzt nicht wieder direkt weg. Eve? Evelein? Oder ist sie jetzt da drunter oder ist sie jetzt hier oben irgendwo am Fliegen? Hm, jetzt ist das Ding natürlich auch noch im Weg. Der zeigt nämlich nicht an, dass sie hier drin ist. Moment. Eve? Nee, aber der führt mich wieder zurück. Ist immer ein bisschen komisch irgendwie. Dann denke ich mal, wird sie doch hier drin sein, obwohl das hier so komisch... Ja, jetzt auf einmal zeigt sie rein. Okay, gut. Eve, da ist sie. Warum ist sie so traurig? Name? Hi Eve, ich habe gehofft, du könntest mir bei einer Kleinigkeit helfen. Oh, du hast sicher schon von der verschwundenen fliegenden Eisenbahn gehört. Ich werte das als ein Ja. Hey, die arme Eisenbahn braucht unsere Hilfe. Oh. Als Flugmaschine dachte ich, dass du vielleicht ein paar Tipps hast, wie wir der alten Eisenbahn zu einer sicheren Landung verhelfen können. Was ist das? Leuchtfackeln? Perfekt. Aufgabe. Hihi. Danke, Eve. Bis später. Sammle die folgenden Materialien. Boah, elektrische Stromversorgung. Alles, was wir dafür gebraucht haben, haben wir doch jetzt für diese Quest davor, glaube ich, rausgeballert, oder? Messingbarren. Oh, ihr könnt mich mal... Ich hasse dieses Wort seit der vorletzten Quest. Ich glaube, wir können gar nichts davon machen, aber ich gucke trotzdem mal eben. Elektrische Strom... Nee, Moment, das war in der normalen Werkbank, ne? Elektrische Stromversorgung. Man sieht es nicht direkt. Hier unten. Oh, habe ich so viele Zitterale? Okay, zwei Stück, glaube ich, brauchte ich, ne? Grüner Laternenfall. Ah, jetzt habe ich den Whirlpool aus Stein freigeschaltet. Wie geil. Und Feuerwerkskörper. Das war ja, glaube ich... War das das, was wir jetzt machen mussten? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ein Messingbarren. Okay, damit ich da nichts Falsches mache. Ach, ja, ist ja eh markiert. Oh. Ihr kleinen Schlingel. Okay. Ein Messingbarren ist in Ordnung. Den kann ich gerade noch so machen. Stelle die Landebahn her. Ja, ich muss ja noch was machen. Ist ja richtig. Ja, sind das jetzt Zäune und Wege? So eine Landebahn? Anscheinend nicht. Was brauche ich denn hierfür eigentlich? Plastikschrott. Ja, klar, meinen ganzen Plastikschrott bin ich ja jetzt wieder losgeworden. Boah, das ist aber richtig, richtig geil. Den muss ich mir unbedingt mal machen. Dann bräuchte ich noch eine Stromversorgung dafür. Ja. Muss ich die Landebahn nicht hier machen? Hä? Das, ach doch, das soll die Landebahn... Ach Gott, das habe ich gar nicht erkannt. Ach...
Das sieht aber auch komisch aus irgendwie. Es hat so mit der Landebahn so gar nichts zu tun. Platziere die Landebahn im Land der Uralten in der Nähe der Docks. Kann ich die auch direkt an den Docks platzieren? Das wäre ganz toll. Moment. So, sonst sieht die ja nicht. Hat zwar keinen Platz, da irgendwo runterzukommen, aber hier. Hier ist die Landebahn. Oh, dein Ernst. Ich liebe dieses Spiel. Also, ich liebe dieses Spiel wirklich. Jetzt kann ich es nicht mehr... Also, ich dachte gerade schon. Aber dieses in der Nähe, ne? Das ist heute... Das macht mich heute wahnsinnig irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, jetzt ist auch das Ding in der Mitte zu sehen. Schau bei Oswald vorbei, während du auf die Rückkehr der Eisenbahn wartest. Okay, wir haben unsere Landebahn. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe meine Pfote dreifach geküsst, um Glück zu haben. Also sollte es klappen, Gameplayerin. Außerdem habe ich die Landebahn mit ein paar Knochen versehen. Eisenbahnen sind wie Hunde, also hoffe ich, dass sie helfen, sie herunterzulocken. Sagenhaft, schau, die Eisenbahn kommt rüber. Sie ist wieder da. Puh, Eisenbahn, du hast mich ganz schön erschreckt. Warte. Böse Eisenbahn. Zah, zah, zah. Das war sehr unanständig. Ja, ich habe mir auch Sorgen gemacht. Siehst du, du hast dir unnötige Sorgen gemacht, Gameplayerin. Aber ich glaube, die Eisenbahn hat ihre Lektion gelernt, als sie so lange verloren war. Sie sollte jetzt so weit trainiert sein, dass du sie überall unterbringen kannst, wo du willst, Gameplayerin. Oh, cool. Kann ich die wirklich aufstellen? Ich verstehe deine Logik immer noch nicht. Ich glaube, ich fange an, deine Logik nach all der Zeit zu verstehen. Nee, ehrlich gesagt, nein. Hä? Logik? Du musst zugeben, dass die Welt um dich herum nach anderen Regeln zu funktionieren scheint. Dein Haus in drei Dimensionen zeichnen. Was meinst du? Machen das nicht auch andere Leute? Und eine Eisenbahn, die zum Leben erwacht und sich in die Lüfte erhebt? Ja, das war irgendwie ungewöhnlich. Ja. Meiner Erfahrung nach bevorzugen die Eisenbahnen meistens den Boden. Natürlich ist dies ein magischer Ort. Oswaldsche Logik und Dreamlight-Magie. Was für eine Kombination. Nachdem wir uns bei der Verfolgung der Eisenbahn verausgabt haben, kannst du dich entspannen. Puh, ja, ich könnte wirklich eine Mütze Schlaf gebrauchen. Aber bevor ich mich aufs Ohr haue, habe ich noch eine Belohnung für dich. Etwas wirklich Stylisches. Ein echter Zoo-Suite. Danke, das war die beste Begrüßung in einem neuen Zuhause, die dieser lustige Hase je erlebt hat. Okay, die können wir jetzt aufstellen. Sehr schön. Und wir haben Kleidung erhalten. Wobei ich jetzt nicht weiß, ist das bei den Mänteln jetzt? Das sah so aus, ne? Müsste doch eigentlich als neu gekennzeichnet sein. Oder auch nicht. ist das bei den Oberteilen generell? Ich weiß es nicht. Also ich hätte es jetzt unter die Mäntel, also laut dem Bild zumindest, hätte ich es jetzt unter die Mäntel eingeordnet. Aber... Es ist anscheinend nicht markiert, deswegen finde ich das jetzt anscheinend auch gerade nicht. Was ist eigentlich mit dem Oberteil? Das wollte ich mir mal angucken. Das sieht gar nicht so schlecht aus so für den Sommer. Sieht so ein bisschen aus wie ein Nachthemd, aber ansonsten sieht es auch ganz schick aus. Gerade so auch auf die Hose. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde meinen... Nee, das war es nicht. Das war das andere, ne? Jetzt finde ich nicht mehr das, was ich getragen habe. Das hatte ich, glaube ich, getragen. Wenn ich mich richtig erinnere. Oder? Aber nicht mit kurzen Armen. Klassische graue Weste? Also es muss mit kurzen Armen gewesen sein, weil was anderes sehe ich jetzt gerade nicht. Und natürlich muss ich meinen Hut jetzt wieder aufziehen, weil das sieht ja doch sehr seltsam aus. Ach ja, ich habe mir auch dieses mega schöne Piratenkostüm übrigens geholt. Das... Ja, das würde ich jetzt vielleicht mal anziehen. Ich weiß, wir haben eigentlich überhaupt gar keine Zeit und die Folge schon mega lang überzogen. Aber ich möchte euch mal kurz das Ergebnis zeigen, wie das aussieht, weil das jetzt auch gerade im Shop ist oder war. Ich bin mir nicht sicher.
ob es noch drin ist. So sieht das dann aus insgesamt. Das sieht eigentlich schon ganz cool aus. Das habe ich mir jetzt extra geholt, weil ich nämlich auch das entsprechende Haus geholt habe. Das heißt, ich muss da mal gucken, wie ich euch das Haus zeige. Vielleicht denke ich ja dran und ziehe mich da nochmal um. Wenn nicht, dann habt ihr das hier schon mal gesehen. Da war auch die passende Hose noch dabei. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir die jetzt auf die Schnelle hier finden, weil wir haben mittlerweile so viele Sachen und dementsprechend natürlich auch so viele Hosen, dass ich schon gar nicht mehr hier reingehen möchte, um irgendetwas zu suchen. Ach hier, die Hose ist das gewesen. Diese Hose. Also ich wirke damit irgendwie, als ob ich direkt 30 Kilo mehr drauf habe. Das finde ich halt ein bisschen schade, weil das so ein bisschen unförmig gemacht ist. Gerade so, so sehe ich aus, als ob ich schon schwanger bin, ach du Schande. Aber ansonsten finde ich es ziemlich cool. Und ja, ich lasse es jetzt erstmal an, zumindest jetzt für die Verabschiedung. Wenn ich mich verabschieden kann und nicht die Eisenbahn jetzt hier im Weg steht. Ach, die ist gelandet. Sehr schön, die ist jetzt hier gelandet und ich habe sie nochmal bekommen, um sie aufzustellen. Kann ich sie dann woanders aufstellen und die ist dann nicht mehr hier oder bleibt die jetzt hier vorne? Das wird mich jetzt echt mal interessieren. Naja, wie dem auch sei. Ich habe mal wieder total wirre Gedanken am Ende. Ihr kennt das ja von mir. Also meistens nicht nur am Ende, sondern während der ganzen Aufnahme. Und ja, das Einzige, was jetzt leider noch mit so einem weinenden Auge erwähnt werden muss, das ist jetzt wirklich erstmal die letzte Aufnahme, die ich jetzt hochladen werde. Dann wird es wieder so eine kleine Pause geben, bis dann wieder neue Quests kommen und ich mit euch wieder mich richtig reinhängen kann, die neuen Quests machen kann. Ich meine, das nächste wird Mulan werden. Zumindest habe ich gehört, dass das noch kommen soll. Ich meine, es wäre auch das nächste. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Deswegen, wenn ihr da genaueres wisst und das nicht nur so im Kopf habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr darauf, wenn wir hier endlich wieder weitermachen können. Und wenn ich es denn mal irgendwann schaffen sollte, das Ganze mal umzustellen und so weiter, dann werde ich natürlich auch nochmal ein Video machen und werde euch nochmal die Gegend hier ein bisschen zeigen. Ich wollte hier eigentlich so viel machen. Ich wollte hier die Docks komplett neu anordnen. Ich wollte das schöner machen. Vor allen Dingen diese lästigen roten Blumen. Also ich finde die jetzt nicht schlecht, aber da laufe ich immer gegen und bleib dann da hängen. Die wollte ich eigentlich auch mal rausnehmen. Und ja, ich wollte hier Wege hinmachen, wobei die Wege natürlich im Moment extremst teuer sind, muss ich dazu sagen, weil ich halt nicht grinden kann, weil ich die Zeit nicht dazu habe. Und ja, ich habe so viel im Kopf, was ich alles gerne umsetzen möchte, aber mir fehlt halt im Moment einfach nur die Zeit dazu. Deswegen erstmal danke fürs Zuschauen und seid mir nicht böse, aber wir machen dann in Bezug auf Disney eine kleine Pause, bis die nächsten Quests kommen. Und dann bin ich auf jeden Fall wieder am Start und wir werden uns dann anschauen, was noch kommt. Ich bin auch am Überlegen, wenn Mulan kommt, ich hoffe, das kommt dann nicht hier im DLC, sondern im anderen Teil, weil da wird es irgendwie besser reinpassen. Hier im DLC, finde ich, passt Mulan nicht so, also optisch nicht so rein. Wobei, naja, passt eigentlich nirgendwo so richtig rein. Ist halt so Japan-Style. Finde ich unheimlich geil. Also generell Japan und auch den Stil von Möbeln her, wie die Pflanzen aufgemacht sind und alles. Aber es passt halt irgendwie nicht so richtig rein. Aber ich finde es super. Also ich mache mir auf jeden Fall so eine kleine Japan-Ecke. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.